Was ist das? Wer hat sowas zu Hause? Hä? Warum bist du so gut in diesem Spiel? Was soll das? Jetzt seid ihr 100%. Lea, bist du bereit, mich anzulügen? Ja. Heute werden wir uns gegenseitig anlügen. Wir haben hier jeweils 7, ihr kennt das Spiel, Leute. Wir haben jeweils 7 Gegenstände und ich habe sehr witzige Gegenstände auch teilweise dabei. Ich bin gespannt, was du so alles rausnimmst. Ich würde sagen, wer fängt an? Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck in der Mauer, oder? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Che. Ja, okay, ich fange an. Dann würde ich sagen, mein erster Gegenstand hole ich mal raus, oder? Ich habe einen Ziegelstein in der Hand. Möchtest du was über den Ziegelstein wissen, oder? Wie groß ist er ungefähr so? Ungefähr eine Handgröße. Und kannst du den mal auf den Tisch legen? Ja, kann ich machen. Das war ein ganz komisches Geräusch. Welche Farbe hat der? Ja, so dieses Rot halt, ne? Dieses andere Rot und dann so ein bisschen grüner. Also ich will nicht mehr fragen, das ist so komisch beantwortet, dass, glaube ich, es war, weil du versuchst unbedingt, damit ich sage, dass es falsch ist. Deswegen sage ich, es stimmt. Du sagst, ich habe einen Ziegelstein in der Hand. Ja, ich glaube, ja. Mann, woher wusstest du es? Woher wusstest du es? Du hast so komisch gesagt, dass ich wusste, dass es falsch ist. Oh, so rot, das kann man auch sagen, wenn man nicht weiß. Also da krass. Okay, jetzt kommt dein nächster Gegenstand, let's go. Ich habe hier vor mir einen Stift. Welche Marke? Faber-Castell. Steht da auch Faber-Castell drauf? Ja, das steht da drauf. Kannst du mit dem Stift so ein bisschen klacken auf dem Tisch? Welche Farbe malt denn der Stift? So ein Rot, ein bisschen dunkler. Du hast einen Stift! Nein, ich hab einen Pinsel! Ah, was? La, 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 la. Ah, okay. 1-0. 2 Punkte habe ich doch schon. Ach stimmt, 2-0, kacke, ja. Ich habe in meiner Hand einen pinken Flauschball, der noch an etwas angeschlossen ist. Wofür ist der so? Der ist angebracht an einer Mütze, also das ist nur hinten dran an der Mütze. Ah, also wenn du das von hier hast, dann weiß ich, wie die Mütze aussieht. Was ist da vorne drauf auf der Mütze? Also wie, was hat die Mütze für eine Grundfarbe? Also es ist halt gräulich, also es ist ein Grau. Ah ja, also ich weiß nicht, ob du die Mütze jetzt hast oder ob du sie nur gesehen hast und jetzt so tust, als hättest du die, weil du weißt, wie die aussieht. Aber ich sag, das ist die Wahrheit. Ja, ich hab keine Mütze, ich hab sie nämlich nur gesehen. Ja, ja. Ich wusste, dass Lea so eine Mütze hat. Let's go, let's go, let's go. 2-1. Also, ich habe hier vor mir das Bild, wo ich mich gerade drüber totgelacht habe, von dir und deinem Freund und Mom. Oh, ich muss mich an das Bild kurz erinnern. Oh, guck euch das Video letzte Woche an. Wir haben über alte Kinderbilder geredet. Was hat Mom auf dem Bild an? Mom hat so eine braune Jacke an. Die hat diese ultra lustige Mütze an. Und dann sitzt ihr beiden daneben. Eine Jeans hat sie an. Wo sitze ich? Sitze ich rechts oder links neben ihr? Du sitzt links. Nee, ich war rechts neben ihr, oder? Rechts ist Jakob. Du hast es in der Hand. Ich hab ein anderes. Nein! Nein! Ich wusste, denn ich sitze rechts neben dir. Ich hab extra die ganze Zeit so ein bisschen so geknistert mit das Bild. Ja, deswegen, das Knistern hat mich auch. Das Knistern hat mich ausgenommen. Oh, okay, mein nächster Gegenstand. Ich habe hier einen Haarreif. Wie sieht der so aus? Gelb. Kann ich mal aufsetzen? Ja, ich glaube, du hast ihn tatsächlich gerade aufgesetzt. Ich habe hier einen Haarreif in der Hand. Okay. Der ist gelb und da ist ein Hühnchen auch mit abgebildet drauf. Ein Hühnchen abgebildet. Mit 2 Kulleraugen. Also das hat 2 okay. Kulleraugen, dann ist es rot, roter Schnabel, rote Dings. Ich kann auch mal ein bisschen wackeln hier. Das sind die Augen. Ja, ich glaub's, ja. Hast ein Hühnchen, Harald. Mann! Ich habe extra so was ganz komisches, dass du denkst, ja, aber das kam mir so vor, als hättest du. Oh, wieso hast du mir das geglaubt? Ja, weil ich glaube, dass du ihn aufgesetzt hast. Ich habe den jetzt auch das ganze Video auf. Ich habe hier vor mir einen Eierbecher. Hau den mal auf den Tisch. Der Eierbecher, so ein, also einfach nur ein Becher? Ja, das ist so ein kleines Ding, wo man ein Ei reintun kann. Ist da irgendwie noch eine Marke dabei oder so? Nee, keine Marke. Kein Markeneier. Ich kann es mal umdrehen und gucken. Keine Marke zwicken. Welche Farbe hat der? Der ist so rosé-gold. Wie groß ist er ungefähr? Ja, so wie ein Ei ungefähr, ne? Also so. Mach mal deine Hand so daneben, wie viele Hand, also so wie viele Finger ungefähr? Also so meine Hand zweimal ungefähr noch ein bisschen mehr. Zweimal ein bisschen mehr. Ach nee, das war falsch. Du hast keinen Eierbecher. Doch, ich hab's mal wirklich falsch gemessen. Hä? Ich hab so gemessen, als... Was ist das für ein komischer Eierbecher, Digga? Warum macht der so Sprünge? Was ist das? Wer hat sowas zu Hause? Junge! Ich hab so gemessen, wie dumm. Ich habe hier ein Seil. Wie sieht das Seil aus? Das ist orange mit so ganz kleinen weißen Punkten drauf. Das ist ja komisch. Also, wofür verwendet man das? Ein Springseil oder was? Es ist abgeschnitten, also das hat keine Verwendung. Das kann man für alles verwenden, aber es wurde an 2 Enden abgeschnitten. Und das hast du bei dir zu Hause gefunden? Nee, das habe ich hier gefunden. Wie sieht das sonst aus? Also Punkte sind da drauf? So weiße Punkte auf dem orangen Seil. Es ist relativ dick auch, also ungefähr so, ja, so wie ein Daumen. Ja, ich habe jetzt nicht so viel einzuwenden, deswegen glaube ich es jetzt. Ich habe hier ein grünes Seil, was ziemlich dünn ist und nicht so groß wie ein Daumen ist. Das war aber ein bisschen Cheat, muss man sagen. Ist schon ziemlich asozial. Deswegen gebe ich mir nur einen halben Punkt dafür. Okay, gut. So, ich habe hier vor mir eine Duftkerze. Kannst du mal ran riechen? Gerochen. Nach was riecht die? Vanille.
Welche Farbe? Die ist auch so weiß. Ich weiß, dass wir so lila Duftkerzen haben, aber eine weiße habe ich hier noch nie gesehen, muss ich sagen. Die ist doch aus meinem Zimmer. Eine weiße Duftkerze. Ja, dein Zimmer, guckt euch mal den Vlog von, dein Zimmer, da ist alles. Da kannst du doch wahrscheinlich nur Gold finden. Oh. Kannst du die auch mal auf den Boden werfen, von so ungefähr 50 cm? Warum? Aber okay. Dann könnte sein, dass das Glas zerspringt dann. Ja, okay, dann mach von so ganz kleine. Du hast eine. La, 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 la. Das mit dem Glas war ja so schlau. Durch das Glas dachte ich, also, wenn es jetzt einfach fallen. Alter, das Glas zerspringt. Warum ist er so gut wie du das vorhin hast? Okay, ich glaube, es steht, glaube ich. Okay, ich muss zugeben. Du hattest eine Kerze? Nein, ich gebe mir auch nur einen halben Punkt. Also, dass ich das verlassen habe, ich mir kurz dieses Geräusch hier gemacht. Das darf man nicht machen, nein. Das darf man nicht machen. Halber Punkt. Halber Punkt nur, halber Punkt nur. Ich habe hier einen Schnorchel in der Hand. Okay, wie sieht der aus? Blau. Also ich glaube, dass wir einen grünen Schnorchel irgendwo mal hatten, aber einen blauen weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, hab ich jetzt auch nicht. Ich sag mal so, er ist aus dem Kabuff, also ich würde das ungern dran in den Mund nehmen. Aber ja, er ist auf jeden Fall dran. Gibt's da auch noch eine Brille zu? Nee, nur der Schnorchel habe ich hier. Also hier aus dem Kabuff. Ich weiß gerade nicht so recht, ob ich sie glauben kann. Gerade eben hast du gelogen, ne? Also glaube ich, diesmal liebst du nicht. Glaubst nicht? Nee. Digga, wie kannst du das denn wissen? Du wolltest mir gerade glauben, Mann. Ich habe hier vor mir, ganz exotisch, eine Tigerente. Eine Tigerente? Was ist denn daran exotisch? Eine Tigerente? Was ist eine Tigerente? Kennst du keine Tigerente? Hast du vor dem Tigerentenclub dieses? Ja. Die. Roll die mal so ein bisschen. Roll. Ja, das war's. Nee, du hast sie gerollt. Jetzt roll sie. Digga, du machst entweder absichtlich gerade, dass du nicht richtig rollst oder du hast keine Tigerente. Das weiß man doch gar nicht. Das ist jetzt die Frage. Oh Mann, wie viele Streifen hat die Tigerente, wie viele schwarze? Eins, zwei. Ja, du tippst da absichtlich so drauf. Das ist so kalt. Du hast keine Tigerente. Du hast keine Tigerente. Drei! Ah! Jetzt sag ich mal 100%. Warum rollst du die Scheiße nicht einfach hier nochmal so drauf? Ja, Digga, die will das nicht. Ich hab die ganz langsam gerollt. Ach so, stimmt. Eigentlich hätte ich ja dann denken müssen, dass du sie nie. Ich habe hier wieder einen Schnorchel in der Hand. Das ist natürlich sehr absurd. Also entweder hast du ihn jetzt wirklich, weil du denkst, ich würde denken, du hast nicht zwei. Oder es ist halt echt dämlich, noch einen zweiten zu haben. Wie sieht der diesmal aus? Auch blau, genau wie der alte, andere auch. Und welcher Marke sind die eigentlich? Das ist jetzt eine sehr merkwürdige Antwort gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du gerade gar nichts da liegen hast, aber du weißt ja genau, wie der andere Schnorchel aussieht. Hä, der erste Schnorchel war auch kein Schnorchel, aber gut. Hä? Am Anfang habe ich doch gesagt, dass ich einen Schnorchel habe, aber ich auch keinen Schnorchel gehabt. Dann hast du jetzt einen Schnorchel. Ja, ich hab keinen Schnorchel, ich hab keinen Schnorchel, ich hab keinen Schnorchel, ich hab keinen Schnorchel. Ja, ich wusste, dass ich das wieder Doppeltechnik okay. Aber ich glaube, einholen wird das hier schwierig. Jo, so absichtlich laut drauf, und wenn man denkt, oh, da ist was, das ist so schlecht. Ich habe ein Mikrofon vor mir. Was für ein Mikrofon? So eins, was man an eine Kamera macht. Von welcher Marke? Das ist von Rode. Na klar. Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Knacken, du wolltest mir jetzt zu einem noch zeigen, ja, ich knack hier so, damit ich nicht mehr. Ich glaube, du hast dieses Rode-Ding. Ich glaube, du hast es. Ich wusste, dass es hast. Jetzt habe ich gleich. Habe ich einen gemacht? Weiß ich nicht. Zwei Punkte ineinander gemacht. Jetzt geht's so. Rund. Jetzt. Ich habe hier nämlich einen Krog. Und wie sieht der Krog aus? Hellblau. Komm, du hast eine Pistole geschossen. Ich glaube, das war extra. Dann ist da so was dran am Krog. Nee. Hast da ist du auch noch unten. Das ist Größe US8. Ah, das kann ja nicht mein Krog sein, glaube ich. Hast du den von Zoe oder so? Von euch? Würde ich jetzt auch noch nicht verraten. Ne? Also ich glaube irgendwie, dass du einen Krog hast, aber nicht den, den du sagst. Ah, jetzt machst du doch Geräusche, jetzt! Glaube ich, dass du denkst, jetzt machst du extra Geräusche, damit ich sage, jetzt hast du ihn ganz sicher nicht, weil das so auffällig wäre. Jetzt muss ich kurz überlegen, die ganzen umgedrehten Sachen. Ich sag, du hast den Krog. Nein! Ja! Wegen den Geräuschen, wegen den Geräuschen. Ja, weil ich dachte, oh, ihr denkst, Geräusche dass ich lassen das denke, dass ich hast das nicht sage. Hast du vorher gedacht, dass ich keinen hab? Oh. Ich glaube, das hast du gewonnen, das Spiel, würde ich mal sagen. Hier ist der Endpunkt schon eingeblendet. Wunderbar, Freunde, ich würde sagen, reißt die Mauer ein. Die Mauer muss weg. Wir sehen uns, ciao. Vielleicht der Blitz viel größer.